Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zur wirklich allerletzten Veranstaltung in diesem Jahr in der Kunsthalle Wien. Aber ich verspreche Ihnen, es geht im Jänner gleich weiter. Ich freue mich ganz besonders, heute Abend hier mit Marcel Odenbach zu sitzen. Marcel Odenbach ist bei der aktuellen Ausstellung Politischer Populismus mit einigen Zeichnungen präsent. Ich kenne Marcel Odenbach schon lange und kenne ihn ehrlich gesagt auch, wie die meisten, vor allen Dingen als Videokünstler. In den meisten Ankündigungen heißt es auch immer, Marcel Odenbach, einer der renommiertesten deutschen Videokünstler, was ein klein wenig irreführend ist, weil Marcel schon eigentlich seit Anfang an parallel zu seinem filmischen Oeuvre im Medium Zeichnung, Schrägstrich Collage gearbeitet hat. Diese Arbeiten werden aber eigentlich erst seit einigen Jahren so richtig bekannt und parallel zum Teil mit den Videoarbeiten gezeigt oder aber, wie eben auch bei uns in der Ausstellung alleine, interessant ist, und da werden wir später auch noch drüber sprechen, sicherlich, wie sehr sich dann letztlich bestimmte künstlerische Praktiken, Techniken in beiden doch sehr unterschiedlichen Medien ähneln, dass du es also wirklich schaffst, sozusagen Ideen und Konzepte von einem Medium ins andere zu übertragen. Dieser Talk hat einen sehr schönen Titel. Ich habe nämlich Marcel Odenbach gefragt, welchen Titel er sich wünscht für den Abend. Und dann hat er vorgeschlagen, 7 Jahre später. Das ist ein Titel von einem Gedicht von Ingeborg Bachmann. Und in diesem Gedicht geht es um die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus aus deutscher Perspektive. Und was das mit Bertolt Brecht zu tun hat, das erklärst du jetzt. Es gibt eine sehr schöne Geschichte. Also ich wusste das schon sehr lange und habe das Buch wieder jetzt, ist mir in die Hände gefallen und hat mich beschäftigt, weil ich mich intensiv wieder mit Brecht auseinandergesetzt habe. Ich komme ja aus einer Generation, also ich bin 53 geboren, das heißt, ich komme aus einer Generation, in der Brecht sozusagen Schulpflichtlektüre war und mich sehr stark geprägt hat in meiner politischen Bildung auch und in meiner Bildung als Deutscher. Und es gibt die schöne Geschichte, dass die Weigel, also die Freundin von Bertolt Brecht, ein Gedicht von Ingeborg Bachmann gelesen hat und das Brecht gezeigt hat und der dann gesagt hat, ich möchte mehr von der Person lesen. Und er hat dann mehrere Gedichte, sie hat ihm dann, glaube ich, ein Gedichtband von Ingeborg Bachmann gegeben. Und er hat diese Gedichte korrigiert. Man weiß eigentlich bis heute nicht richtig, ob Ingeborg Bachmann diese Korrekturen gesehen hat oder nicht. Und da gibt es eben mehrere Gedichte, die Brecht sehr radikal zusammengestrichen hat. Und darunter ist eben auch dieses Gedicht 7 Jahre später, in einem toten Haus trinken die Henker von gestern den goldenen Becher aus. Und das ist immer ein Gedicht gewesen, was mich in der Schulzeit sehr stark in den 60er Jahren und 70er Jahren fasziniert hat. Also das mal so als Anekdote zu dem Titel und zu der Korrektur Brechts über Ingeborg Bachmann. Ich finde, das ist ein sehr schöner Titel, weil er, glaube ich, verschiedene Motive, die in deinem Werk eine wichtige Rolle spielen, sehr prägnant auf den Punkt bringt. Zum einen ist es natürlich das Thema, also die Auseinandersetzung mit eben der deutschen Vergangenheit. Zum anderen aber auch die eben Übersetzung von einem Medium ins andere, also sozusagen von dem Fakt ins Gedicht, aber dann nochmal sozusagen aus der Brechtschen Perspektive in den verkürzenden, fast schon sloganartigen Appell. Ich fand auch interessant, dass Bertolt Brecht ist ja auch einer der wenigen, der das Politische bei Ingeborg Bachmann ganz stark in den Vordergrund gerückt hat, der also sozusagen sie auch immer als politische Dichterin gesehen hat, was sie, glaube ich, sehr auch angenehm fand, dass auch diese Facette mal sozusagen in den Vordergrund rückt. Da soll ich jetzt was zu sagen? Nein, was ich natürlich interessant finde, ist, wenn ich mich so ein bisschen an die 60er und Jahre erinnern kann und im Speziellen natürlich die Aufarbeitung des Faschismus und der deutschen Geschichte oder der europäischen Geschichte, dass da im Gegensatz zur bildenden Kunst natürlich die Literatur sehr viel eher und sehr viel früher Dinge reflektiert hat, wie zum Beispiel
die Vorbilder, die ich damals in Museen sehen konnte. Also damals, das war klar, gab es das Waldraf-Richards-Museum, was jetzt sozusagen ins Ludwig-Museum übernommen, vom Ludwig-Museum übernommen wurde. Und da gab es natürlich als deutsche sozusagen Nachkriegskunst die Informellen, das Informelle. Und da war der große Star zum Beispiel Nai. Und das war natürlich eine bildnerische Umsetzung, die eine ganz andere war, wie parallel zu sozusagen mit Böll oder mit Bachmann und solchen Autoren stattfand. Und deshalb hat mich natürlich damals eigentlich die Literatur, was man politisches Bewusstsein betrifft, sehr viel mehr geprägt als zum Beispiel die bildende Kunst. Die Arbeiten in der Ausstellung Politischer Populismus hast du ja mehr oder weniger selber ausgesucht, also sozusagen zu diesem Thema zusammengetragen. Ich finde hochspannend, es gibt eine Serie mit dem prägnanten Titel Deutsches Symbol und zwei der deutschen Symbole sind Volkswagen und die Deutsche Bank, die ja gerade in diesem Jahr wieder zu unrühmlicher internationaler Bekanntheit erlangt sind über eben Skandale, wo sozusagen auch so das Wesen des sozusagen deutschen Erfolgsindustrieunternehmens oder auch des deutschen Bankkonzerns nachhaltig in Frage gestellt worden ist. Aber eigentlich sind diese Arbeiten ja doch auch noch aus einem anderen Kontext entstanden. Warum hast du gerade das deutsche Symbol für den politischen Populismus ausgewählt? Naja, also um das jetzt nicht so wahnsinnig übermäßig zu interpretieren, ich habe natürlich das genommen, was es gab, noch was zur Verfügung stand. Das ist aber eine Arbeit gewesen, also bei den beiden neueren Arbeiten, also bei der neuesten, also die eine Arbeit, die da hängt, über Leipzig, das ist einer meiner neuesten Arbeiten, das war mir auch wichtig. Und diese vier Symbole habe ich deshalb gewählt, weil ich sie eigentlich in dem Sinne noch nie gezeigt habe. Und wie Nikolaus und die Kunsthalle mich einlud, mir interessanterweise sofort diese Arbeit wieder in den Sinn kam. Und ich dann auch bemerkt habe, dass die Arbeit, die damals in einem ganz anderen Kontext entstanden ist, wo ich darauf ein bisschen gleich noch eingehe, die lange bei mir sozusagen im Regal stand, plötzlich natürlich wieder eine ganz andere Bedeutung bekam. Und diese Bedeutung war mir dann in dem Kontext der Ausstellung und des Titels und der Inhalte der Ausstellung dann doch sehr wichtig gewesen. Also die Arbeit ist von 94 und dort war natürlich, also 93, 94 entstanden und doch da gab es natürlich in Deutschland eine ganz gewisse politische Situation und zwar war die Situation, 90 war die Wiedervereinigung und wie man sich erinnern kann, gab es kurz nach der Wiedervereinigung doch die sehr aggressiven Neonazi-Attacken mit Hoyerswerda und Rostock und aus dieser ganzen Atmosphäre heraus habe ich auch, das muss man dann auch noch einwenden, das sind eigentlich mit die ersten Arbeiten, die ich gemacht habe, die wirklich nur reine Collage sind, habe ich mir überlegt, was sind denn eigentlich wirklich Symbole für ein Land, was es so nicht mehr gibt. Und da habe ich einmal den Bundesadler, der damals in Bonn hing, der ja auch im Grunde genommen nicht mehr das Land Deutschland, wie es jetzt existiert, repräsentiert. Und da habe ich mir eben auch überlegt, was bedeutet eigentlich die Deutsche Bank? Weil die Deutsche Bank ist ja quasi auch Verlängerung des Staates gewesen. Und eben VW auch als Konzern mit seiner Nazi-Vergangenheit. Und natürlich haben die auch ganz starke ikonografische Charakteren, weil VW ist ja sozusagen eine Ikone für ein Werbesymbol in dem Sinne. Und so sind die Arbeiten einfach entstanden. Die Arbeiten, und das kann man, weil sie relativ hoch hängen, schlecht sehen, muss man zugeben, bestehen ja aus zwei verschiedenen Ebenen, die sich überlagern. Zum einen sieht man eben wirklich das Symbol, also man sieht das VW-Zeichen. Wenn man in diese Arbeiten hineinzoomt, sieht man aber eben eine zweite
kleinere Ebene, eine Textebene, die sich dann wie so ein Kommentar in die erste einschreibt. Und wenn man einmal diesen Kommentar gelesen hat, diese Subebene gesehen hat, dann kann man das gar nicht mehr so wahrnehmen, wie man es am Anfang wahrgenommen hat. Also das ist immer so ein Reinzoomen und Rauszoomen. Das sind so zwei Bilder, die sich überlagern. Und dann entsteht etwas Drittes, was jetzt sozusagen die Lesbarkeit verunklärt und eigentlich sozusagen den Betrachter auch dazu auffordert, sich zu überlegen, wie man sich selber dazu positioniert, finde ich jedenfalls. Nee, das stimmt natürlich, klar. Ich meine, die ganzen Arbeiten, also diese ganzen Collagen, um es mal so zu benennen, die ich in den letzten 25 Jahren mache, haben natürlich immer diese zwei Ebenen. Das ist einmal sozusagen das, was man von Weitem sieht, was Symbol ist, und dann natürlich auch diese zweite Ebene, aus was diese Symbole bestehen. Also ähnlich wie zum Beispiel, also es gibt natürlich mehrere Beispiele, auch in der Kunstgeschichte. Archimboldo ist ja zum Beispiel auch so jemand gewesen, der sowas Ähnliches gemacht hat. Also mir ist es immer wichtig gewesen, sozusagen beim zweiten Blick dann eine andere Ebene zu öffnen, ähnlich wie du das eben angesprochen hast, wie ich das bei meinen Videoarbeiten oder bei meinen Filmen eben gemacht habe mit den Überblendungen, wo auf der einen Seite sozusagen eigengedrehtes Material überblendet wird oder gleichzeitig gezeigt wird mit Dokumentation oder Found-Footage-Material. Und so sind eben die Collagen quasi auch aus diesen Videoarbeiten in dem Sinne parallel entstanden. Also das eine ist sozusagen das Agitative, dann auch mit dem Text, und das andere ist dann vielleicht sozusagen das Versteckte. Ich wollte gerade sagen, also bei den Videoarbeiten, ich weiß nicht, inwiefern Sie die auch früheren Arbeiten von Marcel Odenbach kennen, ist das Prinzip, wie du es gerade beschrieben hast, natürlich absolut evident. Also man hat einfach zwei verschiedene Bildebenen, die sich punktuell überlagern, und dadurch hat man immer zwei Ebenen, die sich wechselseitig kommentieren. Bei den Collagen ist es viel subtiler, und es gibt eine neue Arbeit, die wir sozusagen frisch aus dem Atelier geholt haben, Stadt der Helden. Die sieht, wenn man sie aus der Ferne betrachtet, fast schon aus wie eine Fotografie. Wenn man näher rangeht, sieht man, es ist eine Collage, und erst wenn man ganz davor steht, stellt man fest, okay, also diese ganzen Pflastersteine vor einem Gebäude in Leipzig, das war, glaube ich, das erste Handyfoto, was du gemacht hast. Das erste Handyfoto. Das erste Handyfoto von Marcel Odenbach mit einem iPad. Die untere Ebene, die sehen viele Leute gar nicht. Das ist für mich immer so eine spannende Beobachtung, weil man gar nicht damit rechnet, dass da noch was ist. Und wenn man dann wirklich eben so reinzoomt in diese Pflastersteine, dann hat man dort eben nochmal so ein Mikro-Szenario, wo sozusagen deutsche Geschichte so richtig in den Boden eingesickert ist und da sozusagen punktuell wieder durchscheinen. Ja gut, ist vielleicht ein bisschen zu poetisch formuliert, aber das finde ich eben auch spannend, weil natürlich bei den deutschen Symbolen ist es ganz klar, da hat man sozusagen die Textebene und darüber ist sozusagen die Bildebene, aber bei diesen neueren Arbeiten wird es noch flüssig, das viel mehr auf. Und das, die sind gemeiner vielleicht, ja? die sind raffinierter und gemeiner. Das ist richtig, ja, hat sich natürlich über einen langen Prozess hinweg entwickelt. Und das hat natürlich jetzt sozusagen, um das mal ein bisschen zu überspitzen, Perfektionismus erreicht, dass es wirklich ähnlich ist wie eine Fotografie, das ist ganz klar. Das hat natürlich auch ein bisschen was Neurotisches, weil so eine Arbeit natürlich dann, wenn man bedenkt, aus wie vielen Schnipseln die besteht, teilweise 3 Monate dauert und man sich dann fragen muss, macht das überhaupt noch Sinn? Aber jetzt kann ich das noch machen. Aber also diese ganzen Themen oder die eben parallel, wie du das auch eben gesagt hast, mit den Videoarbeiten, das ist ja ein Sammeln. Und diese Sammelprozesse bestehen sozusagen aus verschiedenen Ebenen. Und irgendwie, wann gibt es da den Punkt, dann gibt es ein Motiv, dann gibt es dann plötzlich einen Titel und dann gibt es dann auch diese kleinen Schnipsel, wie ich sie nenne, die sozusagen das Motiv ausmachen. In meiner Kindheit gab es so Bilder, die hießen Suchbilder, und die musste man dann so lange hin und her drehen, bis man dann was gefunden hat in dem Bild, was man vorher nicht entdeckt hat. Und das ist ein bisschen so ähnlich. Also
was mich interessiert, ist quasi sozusagen durch diese Schnipsel dann nochmal dem Bild oder dem Symbol eine andere Ebene und andere Inhalte zu geben, weil ich mich sozusagen an gewisse Dinge auch selbst so heranarbeite. Für mich passen diese Arbeiten, nachdem ich sie gesehen habe, finde ich perfekt in das Thema politischer Populismus. Du sagtest gerade, die sind fieser, weil das ist ja auch so das Fiese am Populismus, dass am Anfang steht ein Versprechen, was sich auch gut anhört, und man muss eigentlich sozusagen hinter die Kulissen schauen, um zu sehen, was die zweite Ebene ist, also sozusagen die weggeblendete Komplexität, und ich glaube, Populismus ist in erster Linie Komplexitätsreduktion. Die öffnet sich dann erst, wenn man sozusagen die obere Ebene, die verführerische Ebene durchdrungen hat, und da kommt dann sozusagen doch wieder die profane Realität und die ganzen Probleme, die eben doch nicht so einfach zu lösen sind. Ja, es ist natürlich eine Fassade, und ich glaube, das spiegelt sozusagen unsere Gesellschaft wider, weil ja das auch, was wir im Fernsehen sehen oder was wir zum Beispiel im Stadtbild sehen, ist ja in dem Sinne eine Fassade, hinter der etwas ist. Und das interessiert mich, das meinte ich eben mit dem Gemeinen. Das heißt, viele Leute sehen die Arbeiten und finden die dann schön, weil man da was drauf erkennen kann und weil es auch gut gemacht ist und weil es so fleißig ist und weil man sich genau vorstellen kann, wie lange der Künstler daran gearbeitet hat. Aber wenn sie dann näher dran gehen und versuchen, dann die Inhalte zu lesen, dann ist die Begeisterung nicht mehr so groß. Und das reizt mich natürlich ein bisschen. Vielleicht bin ich selbst auch so. Ich weiß es nicht. Was meinst du, bist selber auch so? Du lässt dich vom schönen Schein blenden und wenn du dann siehst, was dahinter ist, wendest du dich entsetzt ab. Ich finde es aber nicht, nein. Nein, aber das ist, ich glaube, das spiegelt so ein bisschen auch das wieder, also was zum Beispiel unsere Fernsehkultur ausmacht. Und da haben wir dann wieder eine Rückblendung zu dem sozusagen, zu der Zeit, in der ich angefangen habe, mich mit Video oder Fernsehen auseinanderzusetzen in den 70er Jahren. Da war die Fernsehkultur noch eine ganz andere wie heutzutage. Und heute besteht sozusagen die Fernsehkultur wirklich nur noch aus einer Fassade. Und man muss sozusagen, oder Zeitschriften und alles, und man muss sozusagen die Inhalte sich selbst herausschälen oder selbst herauskristallisieren. Und wenn man dazu nicht bereit ist oder wenn man die Tricks des Fernsehens oder der Presse oder der Medien nicht kennt, dann ist man wirklich dem ausgeliefert. Und das gilt natürlich nicht nur für unsere Gesellschaft, sondern das gilt natürlich auch für andere Gesellschaften um uns herum. Mich würde interessieren, du hast ja schon sehr, sehr stark dieses Label eben der deutsche Künstler, also weil deine Thematiken natürlich oft eben auch was mit sehr spezifisch deutscher Geschichte zu tun haben. Trotzdem funktionieren deine Arbeiten unglaublich gut in einem fast schon globalen Kontext. Du hast gerade eine sehr erfolgreiche Ausstellungstournee in Südamerika, die vom Institut für Auslandsbeziehungen organisiert wird, wo man Videoarbeiten und auch Zeichnungen quer durch den Kontinent schickt, von Argentinien, Brasilien, Venezuela, Bolivien. Ich war auch ein bisschen involviert in das Projekt und habe mich am Anfang gefragt, so unter Motto, so ein bisschen arrogant. Wen interessiert ne? das? Nee, gar nicht, noch viel schlimmer, so unter Motto, verstehen die das überhaupt? Also so unter Motto, sind, oder anders formuliert, sind das Themen, die interessieren? Und ich glaube aber, das Spannende an deinen Arbeiten ist, dass sie gerade, weil sie aus einer sehr spezifischen Situation heraus argumentieren, es schaffen, auf einer abstrakten Ebene anzukommen, also wo man sehr schnell merkt als Zuschauer, es kann nicht nur darum gehen, sondern es geht vielmehr um bestimmte Mechanismen, die dann natürlich auch eben von einem, sagen wir mal ruhig, politischen Regime auf das nächste zu übertragen sind. Was soll ich jetzt dazu? Nein, das ist ja eher eine Feststellung. Ja, das stimmt natürlich, aber ich glaube, dass natürlich Themen, die mich interessiert haben, oder die sozusagen mit mir gewachsen sind in den 60er, 70er Jahren, in meiner Schulzeit, die damals natürlich sehr deutschspezifisch waren, die aber, glaube ich, dann doch im Endeffekt Parallelen zu fast jeder anderen Gesellschaft leider auch haben.
Und die Auseinandersetzung mit Gewalt oder die Auseinandersetzung mit Geschichte und die Auseinandersetzung mit Identität und die Auseinandersetzung mit Unterdrückung und Kolonialismus und die Auseinandersetzung, was bedeutet mit rollenspezifischen oder geschlechterspezifischen Phänomenen, ist natürlich etwas, was nicht nur deutschspezifisch ist, sondern was jemand in Südamerika wahrscheinlich genauso gut verstehen kann, wie jemand, der zum Beispiel in Südafrika lebt. Und ich glaube, dass wenn ich zum Beispiel Hitler als Person oder als Symbol nehme für den bösen Mann in Anführungszeichen, kann das jeder eigentlich auch verstehen und ist fähig, das zu sozusagen zu abstrahieren und auf eine andere Person quasi umzusetzen. Es gibt eine sehr schöne Arbeit und ich vergesse immer den Titel, irgendwas mit Krokodilen. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. In stillen Teichen lauern Krokodile. Das ist übrigens ein afrikanisches Sprichwort. Das ist für mich eine symptomatische Arbeit. Das ist eine Videoarbeit über den Genozid in Ruanda. Ich hoffe, Sie erinnern sich alle. Und das ist aber eine Filmarbeit, die auch so einen ganz leisen... auch als das deutsche Symbol entstanden ist. Es ist eine Zweikanal-Videoarbeit, die in ganz ruhigen Bildern im Prinzip beschreibt, was passiert ist und aus der Perspektive der Aufarbeitung eben dieses Genozids nochmal Ursachenforschung in Anführungsstrichen betreibt. Und das ist eine Arbeit, die kann ich mir überhaupt nicht angucken, ohne sofort eben an Nazi-Deutschland zu denken, weil das natürlich auch für meine Generation, auch für deine Generation, glaube ich, immer wieder so ein Problem auch ist, überhaupt nachvollziehen zu können, wie sowas passieren könnte, um dann festzustellen, es geht ganz einfach, es geht ganz schnell, es ist einfach da. Ja, deshalb habe ich die auch gemacht. Also würde ich mal sagen, ja, also schon wieder 94, ich war 94, habe ich die unglaubliche Möglichkeit gehabt, bei der UNO in New York im Archiv zu arbeiten. Das habe ich gemacht, weil 95 die UNO 50 wurde und aus jedem Land ein Künstler eingeladen wurde, das Land zu repräsentieren, und da war ich eingeladen worden für Deutschland, und da habe ich gesagt, ich möchte gerne mit Materialien aus dem UNO-Archiv arbeiten, und wusste eigentlich gar nicht so richtig, es war ein bisschen naiv auch, aber also ich wusste so gar nicht, was mich da erwartet. Und in dieser Zeit bin ich, während ich da im dritten Stockwerk im Keller saß in New York und über Flüchtlingsproblematik nachdachte, kamen ständig irgendwelche Journalisten rein und brachten diese Materialien im April über Ruanda rein. Und ich konnte damals wirklich nicht verstehen, dass das passierte, eigentlich sozusagen wieder ein Genozid passierte. Da sind ja, glaube ich, in 2 Monaten, sagt man, 1 Million Tutsis umgebracht worden oder Menschen umgebracht worden. Und ich war davon so berührt und geschockt, dass ich damals gesagt habe, ich muss dahin, weil ich wirklich, wie du das erwähnt hast, das ist eine Möglichkeit vielleicht zu versuchen zu verstehen, wie sowas passieren konnte in Deutschland, in einem so gebildeten und intellektuellen Land. Und dann bin ich mehrere Male nach Ruanda gefahren, das hört sich jetzt so einfach an, das war natürlich sehr viel komplizierter, und habe da über mehrere Male dann auch mit einem Kameramann erstmal versucht, Materialien zu sammeln, was extrem schwierig war, weil die natürlich nicht so einfach jemanden kommen lassen und sagen, jetzt hier, du bist Künstler, jetzt mach, was du möchtest. Bin da verhaftet worden, habe keine Drehgenehmigung bekommen und so weiter und so fort. Aber habe dann sehr schnell bei dem Sammeln der Materialien, und ich sage das immer so gerne, ich bin zurückgekommen mit 29 Stunden Material,
und hatte mir aber vorher gesagt, die Arbeit soll nicht länger als eine halbe Stunde werden. Und das war natürlich sozusagen dann nochmal die wirkliche Arbeit und habe mir auch dann für den Schnitt 2 Jahre Zeit gelassen, um überhaupt zu versuchen, eine Arbeit über den Genozid zu machen, die wirklich nicht pathetisch, politisch und geschmäcklerisch wird. Und da waren 2 Dinge für mich sehr hilfreich. Also was von Anfang an klar war, ich wollte keine Interviews mit den Leuten machen, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, was die Leute mir erzählen oder mitteilen wollten. Was soll man sagen, wie war das, wie ihre Mutter umgebracht wurde, was erwartet man da? Das war eine Sache. Und der Kameramann, das war interessant, der hat mich immer gefragt, was drehen wir denn? Und dann habe ich gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was wir drehen. Es gibt aber 2 Filme, die für mich wirklich sehr bedeutend waren und auch bedeutend für die Arbeit sind. Das ist einmal Pasolini, die Matthäus-Passion, und dann Bergmann Persona mit Ingrid Bergmann. Und ich habe gesagt, solche Bilder möchte ich gerne haben. Und sowas drehen wir. Und das haben wir dann versucht zu realisieren. Und was dann auch in dem Sinne, glaube ich, geklappt hat. So ist die Arbeit dann quasi zustande gekommen. Und was interessant ist, weil du die Arbeit erwähnst, das ist eine Arbeit, was interessant war, die dann nachher auch quasi in Ruanda lief und im Nationalmuseum, und die wirklich auch, wenn ich das mal so sagen darf, ohne vermessen zu sein, jeden, den ich gesehen habe in Peru oder in Bogota, die eigentlich gar nicht so viel darüber wissen, obwohl natürlich Ruanda sozusagen auch zum Symbol geworden ist des Völkermordes, extrem berührt waren von der Arbeit, ohne wirklich Details zu verstehen, wie was passiert ist. Und das war mir auch wichtig. Also ich wollte jetzt keine didaktische Arbeit machen, wo sozusagen erklärt wurde, was die Rolle der Belgier war und was die Rolle der Hutus waren und wer wen wirklich aus welchen Gründen beseitigt hat. Und ich meine jetzt das nochmal zu erwähnen, ich habe gestern am Hinflug hierher einen Artikel gelesen in der FAZ, dass sich das wahrscheinlich exakt wiederholen wird in Burundi im Moment. Du hast gerade so ein bisschen auch von deinem Arbeitsprozess erzählt. Mich würde interessieren, ist das eine charakteristische Herangehensweise an ein Sujet, also dieses Entwickeln einer Idee und dann quasi das vor Ort Filmen sammeln, Material akkumulieren und dann in einem sehr präzisen Montageprozess den Film zusammenstellen? Oder gibt es auch für dich sozusagen das Arbeiten nach einem sehr präzisen Skript, wo du von Anfang an eine klar umrissene Idee hast, wie der Film aussehen soll? Nein, eigentlich nicht. Und das gab es mal. Also es gab mal eine Phase in den 80er Jahren, wo Fernsehstationen zu mir kamen und haben gesagt, ja, wir würden gerne mal, dass sie was für uns machen. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das, weiß Gott, nicht das ist, was ich kann und will. Und dann habe ich wirklich daraus eine Lehre gezogen und habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Und ich möchte eigentlich wirklich meine Unabhängigkeit auch finanziell bei einer Video- oder filmischen Produktion behalten. Das heißt, meine, wenn ich das jetzt mit Kollegen, also Julian zum Beispiel, die ja alle mittlerweile Produktionsetats benutzen von 1 Million Euro, das möchte ich nicht und das würde mich nervös machen. Ich wüsste auch gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen sollte. Und außer mir Schuhe kaufen vielleicht, weil die nass sind. Aber die, also ich habe auch festgestellt, dass gerade wenn man in Ländern arbeitet, die ein bisschen problematisch sind, jetzt nicht nur politisch, sondern auch mit dem Umgang des Künstlers oder des Filmens oder des Fotografierens oder die man auch nicht wirklich so gut kennt, dass man da immer mit Pannen rechnen muss. Und wenn man ein exaktes Drehbuch hat
und einen Drehplan und den abarbeitet, kann man keine Panne verkraften und vertragen. Und oft habe ich festgestellt, dass eigentlich in jeder Arbeit, die ich gemacht habe, gibt es immer irgendwie eine Geschichte mit einer großen Panne. Und dass die eigentlich dann im Nachhinein, wo ich zwar das Gefühl habe, jetzt bricht alles zusammen und jetzt weiß ich nicht mehr weiter, die aber dann eigentlich die Arbeit es wirklich dann interessant gemacht hat im Nachhinein. Und das, jetzt habe ich natürlich genug Erfahrung, auch mit diesen Mitteln zu arbeiten. Und das ist halt jetzt eine Gewohnheitssache. Und ich bin, also eigentlich, ist die Arbeit, ist dann wirklich der kreative Prozess beendet in der Montage. Und ich finde das, ich erwähne das deshalb interessanterweise, weil ich gerade ein Buch lese über A.K. Wai, der große Regisseur aus Hongkong, dessen Filme so perfekt sind. Und der hat gesagt, er weiß manchmal gar nicht, was er dreht. Und für ihn ist der Film sozusagen, die Geschichte passiert während der Montage. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass du an bestimmten Themen über Jahre hinweg dran bist und dann kommt so der Punkt, wo die Arbeit realisiert wird. Du hast mir gestern von einem Projekt erzählt, was du demnächst sozusagen angehen willst. Das ist, dort ist ein Film über ein Konzentrationslager und eine sozusagen künstlerische Aufarbeitung desselben. Du hast was Ähnliches auch schon mal gemacht über Majdanek, also das Thema sozusagen bereits in Form gebrachter Erinnerung, die du dann nochmal gegen den Strich liest und in eine andere Form bringst, zieht sich schon auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch deine Arbeit. Also sozusagen die Aufarbeitung der Vergangenheit, die schon einmal erfolgt ist und das ist ja auch bei dem Ruanda-Film so, wird dann eben nochmal sozusagen nicht aufgearbeitet, aber thematisiert und da kommen dann ja oft auch genau eben so bestimmte Aporien zutage. Wo stößt kollektives Gedächtnis an bestimmte Grenzen? Wo gibt es sozusagen Umschreibung oder auch Aneignung von eben kollektiven Gedächtnis? Inwiefern wird Erinnerung ideologisiert etc.? Ja, also bei Buchenwald hat mich jetzt nochmal im Speziellen interessiert, was ich so ein bisschen angefangen habe aufzuarbeiten mit der Arbeit im Kreisedrehen, die über Majdanek geht, inwieweit wirklich gewisse politische Systeme, Ideologien oder Vergangenheitsbewältigungen für sich nutzen und benutzt haben. Und da ist natürlich Buchenwald nochmal ein ganz extremes Beispiel, weil ich bin in einer Zeit groß geworden, eben in dem wir haben geglaubt oder erzählt bekommen, dass eben die DDR wirklich sozusagen der Teil von Deutschland ist, der immer antifaschistoid war, der sozusagen die deutsche Vergangenheit aufgearbeitet hat, im Gegensatz zu Westdeutschland. Und dann kommt man dann halt nach Buchenwald und dann sieht man halt doch sehr deutlich, inwieweit die DDR oder das damalige Regime die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit für sich genutzt haben, um sich sozusagen anders zu präsentieren. Und darüber soll die Arbeit ein bisschen gehen. Also das gab, das finde ich auch interessant. Mich interessiert das natürlich auch ein bisschen, weil, was viele vielleicht gar nicht wissen, ich war ja nie auf einer Kunstakademie, sondern ich habe Architektur studiert und deshalb ist natürlich auch die Idee der Architektursymbolik oder was bedeutet Architektursymbolik oder was bedeutet Architektur, spielt natürlich in meiner Arbeit immer eine große Rolle. Also Sie können in meinen Arbeiten immer wieder, gibt es immer wieder das Fenster und die Tür und das Haus und jetzt gibt es eben dann eben Majdanek als auch sozusagen als Mahnmal. Und da interessiert mich auch, inwieweit sozusagen die Idee des Mahnmals sich innerhalb unserer Geschichte total verändert hat. Also früher in den 60er und 50er Jahren war das halt wirklich ein total entpersonifizierter Umsetzung. Da gab es ein monumentales Gebäude, was genauso angsteinflößend war, eigentlich viel unmenschlicher ist. Und das, jetzt komme ich nochmal zurück auf Buchenwald. Also die Anlage sieht aus wie von Albert Speer gebaut.
ist aber auch von Ende der 50er Jahre. Da finde ich halt eben quasi interessant, wie nahtlos sozusagen die Architektursymbolik weiterverfolgt wurde und übernommen wurde. Und da wirken quasi fast die Konzentrationsbaracken für die damaligen Gefangenen fast richtig gemütlich und kleinkariert. Und mittlerweile ist ja sozusagen die Umkehrung, mittlerweile, wenn man jetzt in ein Museum geht, wenn man jetzt ins jüdische Museum geht in Deutschland oder zum Beispiel auch in Ruanda, das ist interessanterweise, oder nach Amerika, dann ist plötzlich jedes Opfer bekommt ein Gesicht. Und das Gebäude an sich hat wirklich nicht mehr wirklich diesen angsteinflößenden oder symbolischen Charakter, sondern da wird wirklich Bezug genommen auf das Schicksal des Einzelnen. Und das ist natürlich, was in den 60er Jahren überhaupt nicht passiert ist. Aber hat das nicht auch was zu tun mit einer größeren Distanz zu den Ereignissen, dass sozusagen das Monstrum, und das ist natürlich ein wirklich verniedlichender Begriff, Nationalsozialismus nur bekämpft, auch in Anführungsstrichen, werden kann, durch eben so eine monumentale Geste, wo man als Besucher dann ganz klein ist? Ich habe das Gefühl, dass sozusagen diese Erinnerungskultur, und das finde ich spannend, sich eben auch immer überlegt, was zu welcher Zeit funktioniert, dass sie auch anders argumentieren kann in bestimmten Zeiten. Da, also nochmal eben das deutsche Symbol, die Collagen von 94 und die neue Arbeit, da ist ja auch sozusagen eine viel subtilere Formensprache plötzlich möglich, wo du eben auch sagst, so das ist jetzt fieser, weil es eben den schönen Schein stärker in den Vordergrund rückt und die Leute sozusagen eiskalt erwischt, wenn sie dann eben näher treten. Und ich glaube, dass so bestimmte Formen der Erinnerungskultur überhaupt erst jetzt möglich sind. Das ist richtig. Ich meine, der Vergleich ist nicht uninteressant gerade von dir gewesen. Das stimmt natürlich. In Majdanek ist man eingeschüchtert. Und wenn man jetzt vielleicht in ein Holocaust-Museum geht, identifiziert man sich direkt mit dem Opfer und ist natürlich dadurch emotional ganz anders berührt, als das früher war. Das ist ganz klar. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass diese monumentale Symbolik oder Skulptur oder Plastik ganz verschwunden ist. Es gibt ja noch sehr viele Nationen oder Länder oder Kulturen, die wirklich noch benutzen und gebrauchen. Also ich will jetzt hier keine Länder nennen, aber jeder weiß natürlich, wen ich meine, teilweise. Aber ich meine, das ist ja eine Formsprache, die immer noch existiert. Die ja auch erstaunlich gut funktioniert. Wir haben diese monumentale Familienskulptur von Goschka Pczuga in der Ausstellung, wo man, wenn man unter diesem Sockel steht, wenn ich da drunter stehe, dann gibt es noch mindestens einen Meter, bis ich überhaupt zum Sockel hoch gucken kann, kommt man sich extrem klein vor. Und das sind natürlich auch so fast schon so Anobrika-Gesten, die aber eben wirklich immer noch auf brutale Art und Weise funktionieren. Was mich interessieren würde, und das meine ich jetzt auch durchaus ein bisschen ketzerisch, wenn ich hier gerade mal auf dieses Booklet schaue, und da sehe ich wieder sehr plakativ den Titel politischer Populismus. Politischen Populismus gibt es ja eigentlich gar nicht, es gibt nur Populismus, aber so dieses Politische, würdest du dich als politischen Künstler verstehen? Und dann gleich sozusagen als zweite Frage, glaubst du an die Möglichkeit, dass Kunst politisch sein kann? Also ich würde mich nicht als politischen Künstler sehen. Also dafür sind die Arbeiten viel zu wenig eindeutig lesbar. Also das glaube ich, okay, bei diesen vier deutschen Symbolen ist natürlich eine Symbolik da, die sehr klar und sehr agitativ ist, die ich aber ja nicht erfunden habe, sondern die ich ja einfach übernommen habe. Und das war mir damals natürlich auch sehr wichtig, dass das eine Symbolik ist, die ich übernommen habe, mit der ich quasi groß geworden bin. Was ja quasi auch jede Flagge ist in dem Sinne. Und ich glaube schon, dass Kunst gewisse Denkanstöße geben kann, was immer das heißen mag. Aber ich glaube schon, dass jeder Künstler
natürlich auch gerne was mitteilt, ob es was Privates ist oder ob es was weniger Privates ist, sonst wird er sich wahrscheinlich weniger, also sonst wird man sich ja wahrscheinlich gar nicht artikulieren und Ausstellungen machen. Das ist ganz klar. Es gibt natürlich Künstler, die tun das mehr oder weniger, das ist klar, aber ich glaube schon, dass ich natürlich auch aus einer Generation komme, in der mich natürlich Leute sehr unterschiedlicher Art und Weise, die aber dann doch ja indirekt, ohne sich wirklich zu verstehen, miteinander verstanden habe. Das sind zwei Figuren. Das eine ist Warhol als sehr wirklich amerikanisches Symbol, obwohl er ja gar nicht in dem Sinne wirklich Amerikaner war. Und natürlich Joseph Beuys, das ist ganz klar. Und die beide natürlich einen doch sehr starken, auch gesellschaftlichen und, wie du das gesagt hast, also politischen Anspruch in ihrer Arbeit hatten. Also Beuys natürlich noch anders als Warhol. Also ich hätte jetzt fast von dir auch so ein flammendes Plädoyer erwartet, dass sozusagen Kunst natürlich durchaus was bewegen kann. Und da würde ich schon auch sagen, dass deine Arbeiten sehr viel bewegen und bewirken. Du hast ja auch gerade von eben der Ruanda-Arbeit gesprochen, dass die sozusagen niemanden kalt lässt. Oder jetzt, wir haben auch vorhin darüber gesprochen, diese Wanderausstellung vom Institut für Auslandsbeziehungen, die war in Peru und die hatte in 6 Wochen wie viel? 39.000 Besucher. Das ist populistisch. Nein, es ist nicht populistisch, aber ich glaube, dass so eine Ausstellung, die spricht Themen an, über die sich dann auch ein Publikum angesprochen fühlt, im Sinne einer Aufforderung, auch über bestimmte Dinge nochmal vielleicht anders nachzudenken. Und ich meine, gerade auch die Themen, die du verarbeitest, die sind ja hochpolitisch. Also wir reden die ganze Zeit eben über die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Wir reden über Gedenkkultur, wir reden über kollektives Gedächtnis. Das sind ja Sachen, die in regelmäßigen Intervallen eigentlich immer wieder auch so ein bisschen in der jeweiligen Ist-Form in Frage gestellt werden. Also naja, dieses Ganze so von wegen, müssen wir Deutsche, ich komme ja auch aus Deutschland, wie man unschwer hört, uns jetzt eigentlich auch noch mit diesen ganzen Flüchtlingen beschäftigen? Das ist doch sowieso nur, weil wir ein schlechtes Gewissen haben wegen damals. Also solche Argumentationsmuster kommen ja immer wieder hoch. Und dann denke ich immer so, wie gut, dass es Marcel Odenbach gibt, der dann nochmal sehr sozusagen subtil und klug darauf hinweist, dass es natürlich alles was miteinander zu tun hat, aber jetzt eben nicht im Sinne so einer Schuldzuweisung, sondern im Versuch wirklich so einer sehr biografisch angelegten Analyse, wie so etwas passieren konnte und was man dann natürlich eben auch machen kann, damit es nicht wieder passiert. Naja, aber du hast es gerade angesprochen und ich glaube, da besteht ein bisschen der Unterschied drin. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, so jetzt nehme ich mir vor, die Welt zu verbessern und deshalb mache ich jetzt mal was über die bösen Deutschen oder das oder jenes Problem oder die Neonazis oder so, sondern die Arbeiten haben doch eigentlich immer einen sehr starken autobiografischen Impuls. Und das ist ja immer interessant, ich werde ja immer so als der deutsche Künstler gesehen oder so und so habe ich mich eigentlich gar nicht gefühlt. Ich meine, was ist man mit mit einem Vater, der in Holland geboren ist, mit einem Großvater, der in Paris geboren ist, mit einer Wiener Mutter und dann einer anderen Großmutter, die in Belgien geboren ist, was ist an einem anderen dann wirklich deutsch? Und ich will vielleicht nichts bewegen, weil ich weiß nicht, ob Kunst wirklich was bewegen und verändern kann, aber was ich natürlich will, ist, dass man einfach wirklich vielleicht Dinge nochmal anders reflektiert. Ob die dann wirklich Dinge verändern können, das frage ich mich, je älter ich werde, immer häufiger, weil die Scheiße geht ja immer weiter, sage ich jetzt so. Und ich meine, die Diskussion, und deshalb ist es wieder interessant, habe ich das ganz am Anfang nochmal erwähnt, aus welcher Motivation diese vier Arbeiten in 94 entstanden sind. Das ist ja jetzt schon eigentlich wieder jetzt gibt es diese Pegida, jetzt sagen wieder die Leute, die Ausländer, wir wollen nicht mehr so viel Ausländer und so weiter und so fort. Also es wiederholt sich ja doch immer wieder diese Dinge, die man denkt, die hat man jetzt so hinter sich gelassen, die wiederholen sich leider doch immer wieder. Und
ich mache es trotzdem weiter, also ich bin jetzt nicht entmutigt oder so, aber also bewegen wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber du hast schon auch, glaub, oder du verspürst schon auch eine gewisse eben Notwendigkeit, das weiterzumachen. Was ja, das ist richtig. Die großartig. Notwendigkeit kommt aus mir selbst, ist mir aber nicht sozusagen aufgetragen worden, wie vielleicht in anderen Metiers oder in der Politik, wo einem sozusagen was aufgetragen wurde, sondern die Motivation kommt natürlich aus mir selbst, das ist ganz klar. Und die mache ich erstmal für mich, um Dinge zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen. Und dann, indem ich sie natürlich ausstelle, mache ich sie natürlich für andere auch, das ist klar. Und greife natürlich jetzt vielleicht auch, und deshalb habe ich das im Anfang auch gesagt, vielleicht sind die Arbeiten ein bisschen gemeiner, weil ich natürlich jetzt eher weiß, wie man Leute sozusagen übers Ohr hauen kann, ne? Indem sie sich was angucken. Ich wollte gerade sagen, die filmischen Schnitte, die werden nämlich auch immer verführerischer. Also diese Arbeit, sich im Kreise drehen, die hat so eine Sogwirkung, der kann man sich überhaupt nicht entziehen, weil die Kameraführung einfach so perfekt ist. Und das finde ich schon auch sehr raffiniert. Also ich glaube, du hast ja Isaac Julian so ein bisschen so als mit so einer kleinen Spitze erwähnt, schon auch natürlich genau studiert, was eben so eine slicke filmische Oberfläche sein könnte und wie man die dann aber auch natürlich eben nutzen könnte, um bestimmte Themen auch so, ich sag mal, auch wieder in Anführungsstrichen, aufzubereiten, dass man sich das auch anschaut. Also so die Vorstellung, ich schaue mir jetzt einen Film an über ein Mahnmal in Majdanek. Da kriegst du dann normalerweise doch nur relativ wenig Leute rein. Aber diese Filme haben so eine absolute Sogwirkung. Also da muss man wirklich von Anfang bis Ende dabei sein. Ja, das habe ich natürlich ein bisschen gelernt. Ich meine, in den 70er Jahren gab es ja nicht viele Vorbilder für Videokunst und da war natürlich Film das große Vorbild von mir. Und da gab es einen Hitchcock, das war sozusagen mein großer Liebling. Und von dem habe ich halt gelernt, schöne blonde Frauen zu benutzen, um irgendwelche fiesen Sachen zu verkaufen. Und das ist nichts anderes als, genau, also das ist natürlich ein sehr starkes filmisches Mittel, sage ich. Und das hat mich natürlich immer fasziniert. Also das merkt man auch ganz stark an meinen Arbeiten, weil Ton natürlich immer eine große Rolle bei mir gespielt hat. Bei vielen Videokünstlern in den 70er Jahren nicht so stark. Und das habe ich natürlich auch aus dem Film gelernt. Und das habe ich natürlich auch zum Beispiel von Hitchcock gelernt, immer wie weit man wirklich mit Ton Suspense erzeugen kann und Schnitte überbrücken kann und sowas. Das sind natürlich so Dinge, die man so irgendwie wann wie ein Maler natürlich auch gewisse Tricks benutzt. Ne? Oder sein Handwerk, wie es vielleicht besser klingt. Hast du eigentlich schon beantwortet, aber ich dachte auch gerade, hättest du gerne mal so ein richtig fettes Produktionsbudget mit so einem Riesenteam? Nee, also ich arbeite jetzt immer mit Teams und ich meine, das sind ja auch immer, ich arbeite ja immer mittlerweile auch mit Kameramännern und mit Tonleuten, die das Sounddesign machen. Und man war ja 10 Jahre an der KHM, an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Da hatte ich ja quasi sozusagen, da konnte ich ja quasi aus dem Vollen schöpfen, was Technik betrifft. Aber trotzdem mische ich ja die Materialien dann auch immer mit meinen eigenen schlechten Aufnahmen und dann mit Found-Footage-Material. Also das sind ja auch in dem Sinn immer Collagen. Und ich glaube, das ist vielleicht das auch, was du eben so nett beschrieben hast, indem die wirklich so eine Sogwirkung haben, ist, dass sie sie wirklich nicht nur wirklich so aus einem Material sind, weil dann wäre es wahrscheinlich auch dann langweilig und würde nicht die gewisse Materialspannung erzeugen. Natürlich hätte ich oft gerne mehr Möglichkeiten, das ist klar, und ein bisschen mehr Geld, das ist auch klar, aber so ein richtig riesiges Budget würde mich, glaube ich, erdrücken.
Das ist jetzt gut für uns zu hören, weil Marcel Odenbach wird im Jahr 2017, Anfang 2017, eine Einzelausstellung in der Kunsthalle Wien haben, für die er auch noch eine neue Arbeit produzieren möchte. Und die Million können wir ihm natürlich jetzt nicht mal eben kurz zur Verfügung. Sei denn, ich sammle jetzt ein bisschen hier. Nein. Wir fangen jetzt noch eine Crowdfunding-Kampagne an. Nein. Ich freue mich sehr auf diese Ausstellung. Dann haben Sie nämlich auch die Möglichkeit, mal das filmische Werk von Marcel Odenbach und das zeichnerische / Collagenwerk nebeneinander zu sehen. Dann ist das auch gar nicht so trocken, wie wir das heute Abend vielleicht beschrieben haben. Haben Sie Fragen? Ja, also ja, genau. Das ja, das haben wir gerne. Ne? Genau. Weil es ist ja nicht das erste Mal. Ich höre euch immer so unglaublich gerne zu. Also auch wenn ihr einfach nur so redet. Habt ihr über Sprache gesprochen? Also du arbeitest mit Deutsch und das, trotzdem ist das in einem internationalen Kontext immer wieder, also in nicht deutschsprachigen Ländern, ja völlig anders. Das ist meine Erfahrung, wenn ich deine Arbeiten in einem nicht-deutschsprachigen Kontext sehe, wird die ganz eigenartig rezipiert. Also ich schaue mir schon die Besucher an und so weiter. Ja, ja, das stimmt, in den Niederlanden zum Beispiel. Also das, warum? Also du setzt ja Deutsch ein bei deinen Zeichnungen zum Beispiel. Ja, warum? Das stimmt. Das mache ich. Und weil ich, gerade wenn es sich um Zitate handelt, aber es ist nicht immer, also ich hatte jetzt eine Ausstellung beim Anton Kern, da gab es nicht ein deutsches Wort drin. Also sage ich, es ist ein bisschen immer im Kontext bezogen, aber es ist, also wenn zum Beispiel bei dieser einen Arbeit, ich bin ein Berliner, was ja ein Zitat ist von Kennedy, da gibt es unten einen Text drin, und das ist ein Zitat von Eichmann aus dem, aus dem Prozess in Jerusalem. Und das fand ich dann doch, der redet ja auch immer Deutsch in dem Prozess. Und ich fand das eigentlich dann schwierig, das ins Englische zu übersetzen. Auf dem Bild selbst. Das ist klar, dass natürlich, wenn die Arbeit woanders gezeigt wird, der Text daneben übersetzt steht. Aber ich übersetze auch zum Beispiel, ich habe dann in einer Arbeit jetzt gemacht, die war von der Alice Munro, ein Zitat der Nobelpreisträgerin aus Kanada. Das habe ich dann auch nicht ins Deutsche übersetzt, sondern habe es im Original übernommen. Also ich finde diese Übersetzung immer schwierig, wenn es sich um Zitate handelt. Und gerade wenn man Sprichworte benutzt, ich benutze ja sehr gerne Sprichworte, auch für Titel, die kannst du einfach teilweise nicht übersetzen. Es ist leider so. Aber die Ruanda-Arbeit zum Beispiel, die gibt es ja in zwei Variationen. Und zum Beispiel die im Kreise drehen über Majdanek, die gibt es einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Und das ist mir lieber, als sie dann, weil ich mache sie auf Deutsch und dann wird sie sozusagen, das klingt ja so doof, in den englischen Markt übersetzt. Aber ich finde es dann ehrlicher, weil ich es halt auf Deutsch mache, dass es dann auch eine deutsche Variation gibt. Aber die gibt es auch im Englischen. Es gibt, mir geht es ja gar nicht nur um Englisch. Also nicht direkt, du hast eben Goschka Matsuga auch erwähnt. Es gibt noch eine andere Arbeit von Goschka Matsuga, das Notice Board, was ausschließlich auf Polnisch da hängt in der unteren Galerie. Und wir haben ziemlich dämliche Kritik bekommen in einer Zeitung, wo da stand, die Arbeit kann man ja nicht verstehen, ist ja alles auf Polnisch. Und also kann man sich gar nicht angucken, obwohl man offensichtlich weiß, worum es geht, und auch mit dieser Zusammenfassung. Weil du auch Peru erwähnt hast, wenn so eine Blockbuster-Ausstellung, 39.000 Besucher, wie rezipieren die... In so einem spanischen Kontext, da geht es ja auch nicht um Englisch, also da geht es ja um was, ich finde das schon spannend. Ich meine, das sind, gerade ja, wenn man so viel mit Sprache arbeitet wie du. Das ist interessant, das stimmt. Das habe ich mich gar nicht gefragt, das stimmt, die Arbeit ist natürlich klar und wie wir das wissen, Südamerika sprechen nicht so viele Leute Englisch. Die ist natürlich vom IFA sehr gut aufgearbeitet, das heißt, da gibt es ein Booklet und da gibt es natürlich immer dann auch Übersetzungen in der Landessprache, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass meine Arbeiten so sind, obwohl sie fast immer auch Text beinhalten, dass sie auch verständlich sind ohne Text.
weil der Text bei mir auch immer, gerade bei den Collagen, natürlich eine starke bildnerische Sprache hat, also im semiotischen Sinne, und da mir natürlich dann auch zum Beispiel ganz wichtig ist, zum Beispiel die Typografie, die ich benutze. Also ich finde, das macht schon einen ganz großen Unterschied. Also die Frage der Typografie oder wie Sprache oder wie Text bildnerisch vermittelt wird. Ich finde das einfach einen unglaublich wichtigen Aspekt, auch gerade für diese Ausstellung hier zum Beispiel. Mhm. Man kann bei sämtlichen Künstlern wirklich zuschreiben, woher die Leute kommen oder wo sie gelebt haben oder wo sie leben. Ja, es geht auch um nationale Identitäten, auch wenn ich es genauso in Frage stelle, vermutlich wie du, aber man kommt da irgendwie nicht drum herum. Ja, dass dieser Aspekt, gerade bei solchen... Nein, es ist deshalb interessant, weil es ja selten eine Zeit war, wo wir uns im Kunstkontext auf eine Sprache geeinigt haben, aufs Englische. Und trotzdem gibt es so viele Künstler, die wirklich immer wieder in ihrer Landessprache oder in ihrer Geburtssprache mit der arbeiten. Asien. Ne? Weil es doch eben ganz stark auch Symbol der Identität ist. Genau. Das ist ganz klar. Habt ihr sehr schön gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Vanessa. Dann danke ich Ihnen für die Geduld.